Was war denn so deine schwerste Verletzung? Ich hatte 2 größere Crashes, ziemlich viele Rippen gebrochen. Es wäre auch fast das aus gewesen. Hans, geil, dich zu treffen. Wie geht's dir? Super, immer cool, auf der Eurobike zu sein. Cool. Sag mal, du bist, kann man wohl sagen, die Trial-Legende der ersten Stunde. Wie lange fährst du schon und wie bist du dazu gekommen? Ja, ich war jetzt schon über 30 Jahre professionell. Da bei uns im Heimatort in Emding, bei Freiburg, gab es einen Motorrad-Trial-Club. Und wir wollten alle, meine Kumpels und ich, Motorrad-Trial fahren, haben dann angefangen, auf so Bonanza-Rädern die umzubauen und sind praktisch mit dem Sport dann aufgewachsen, Fahrrad-Trial. Und ja, aus meinem Hobby wurde eigentlich jetzt nicht nur mein Leben, aber wirklich auch mein Lifestyle. Geil. Wann kamen die ersten Contests dazu und wie hast du dich da so entwickelt? Wie bist du da so reingewachsen? Ja, eben am Anfang waren das alles Fahrrad-Trial-Veranstaltungen, viel in Deutschland und Europa, also in den 80er Jahren. Da gab es eben die Trial-Veranstaltungen, das war noch bevor überhaupt die Mountainbike-Welle nach Europa kam. Trial ist ja eigentlich eine europäische Sportart, nicht wie jetzt im Vergleich zum BMX oder Mountainbiking. Und als ich dann später nach Amerika bin, bin ich nach wie vor Trial gefahren, auch mit Mountainbike dann. Aber auch Mountainbike-Rennen wie Downhills und Slaloms, wurde sogar dann mal Dritter bei der Slalom-WM und habe dann später dieses ganze Freeride-Movement eigentlich mit pioniert, weil ich war einer der Ersten, der angefangen hat, so Extremsachen mit dem Bike zu machen. Mhm. Damals noch mit Hardtails unter anderem und war einer der Ersten, der eigentlich ein Video gemacht hat, ein Bike-Video oder der Erste überhaupt. Und diese Videos, die waren für mich, was so wie YouTube für Danny McCaskill war, waren für mich der VHS-Boom damals. Und das war so der Anfang einer Ära. Sag mal, was war denn so die härteste Aktion? Wo hast du am meisten Schiss vor, was du dich so getraut hast? Ich habe mal vor Jahren ein Shooting gemacht in Hawaii auf dem Vulkan, als der Vulkan ausgebrochen ist. Auf der heißen Lava sind wir wirklich rumgefahren. Hinter mir der Boden, wo ich drauf war, der war nicht mal 24 Stunden alt. Und die Lava ist manchmal in sich selbst explodiert und ist durch die Luft geflogen, links und rechts. Und da hätte auch was schief gehen können. Aber zum Glück stehe ich noch da heute. Ja, ich wollte dich nämlich gerade nach dem exotischsten Ort fragen, an dem du biken warst bisher. Aber ich denke, dann hat sich das wahrscheinlich schon erledigt. Oder gibt es da noch andere krasse Sachen? Da gibt es viel. Ich hatte das Glück schon in über 70 Ländern mit dem Bike unterwegs zu sein. Welcome to Jamaica, man! Where are you? You alive? Ah, let's go! Was war denn so deine schwerste Verletzung? Ich denke mal, du hast so die einen oder anderen Narben halt auch davon getragen. Woran kannst du dich so am meisten erinnern? Was ist dir am meisten im Kopf geblieben? Ich hatte 2 größere Crashes. Einer mal bei einem Downhill-Rennen Anfang der 90er Jahre, ist die Lunge kollaps und habe ziemlich viele Rippen gebrochen und relativ viel Haut auf dem Trail liegen lassen an dem Tag. Da war ich auch eine Woche im Krankenhaus. Und dann danach, vor ungefähr 10 Jahren, hatte ich eine Pile-on-Fraktur in meinem Bein. Da war mein ganzes Bein zerschattert eigentlich. Und da hat der Doktor 7,5 Stunden da Metall drumherum gebaut, und also wie ein Eiffelturm. Und das wäre auch fast das aus gewesen. Also wenn die Verletzung war zum Glück in Kalifornien, wenn das in Afrika passiert wäre, hätte ich vielleicht das Bein verloren. Aber so, das waren so die schlimmsten beiden Crashes. Und ich hoffe, dabei bleibt es auch. Wie siehst du so Mountainbiking, du mit deiner Erfahrung, wie siehst du Mountainbiking in der Zukunft? Enduro ist ja eine riesen Sache geworden. Was denkst du, wo wird sich alles hinentwickeln? So von wegen Enduro, Slopestyle, trickorientiert, da geht es wieder back to the roots. Wie siehst du Mountainbiken in ein paar Jahren oder in 5 bis 10 Jahren, sage ich einfach mal? Das ist eine interessante Frage. Ich meine, Mountainbiking, das Tolle an dem Sport war immer, jeder kann das individuell auslegen, wie er will. Und wenn du mal schaust, wie viele Subkulturen es gibt in der ganzen Bike-Szene und dann in der Mountainbike-Szene und selbst innerhalb zum Beispiel der Freeride-Szene gibt es Subkulturen. Die letzten 20, 30 Jahre waren eigentlich ein bisschen mehr geprägt von der Technologie, und die Technologie wird sich weiterhin entwickeln und da wird immer wieder Neues geben und was anderes und was Besseres. Aber ich glaube, die nächsten 10 Jahre werden mehr geprägt werden, wie wir die Bikes verwenden. Mhm. Auch das Thema E-Bike ist eine Alternative, die da ist, die kann man machen und ist nicht nur für alte Leute, da gibt es ganz viele neue Möglichkeiten und der Sport wird sich weiterentwickeln, da gibt es immer wieder was Neues und es ist schön, das alles mitzuerleben. Ja, jetzt bist du ja auch für Victoria hier. Mhm. Was kommt da neu, was gibt es da Spannendes Neues zu erzählen? Ja, also Victoria ist eine ganz traditionelle italienische Reifenfirma, die gibt es schon seit ewig und die haben wirklich ein super Sortiment und ganz neu ist auch die Airliner. Das ist unser System hier mit dem Foam Insert, den gibt
gibt es in 4 verschiedenen Größen, den macht man in den Reifen rein und dadurch kann man viel weniger Luftdruck fahren. Das heißt, man hat viel bessere Traktion beim Bergab- oder Bergauffahren, aber vor allem, man hat auch nie mehr Durchschläge und man kann praktisch den Reifen, selbst wenn man die Luft mal verlieren soll, da kann man trotzdem noch fahren, weil dieses Foam-Insert drin ist und diese Airliner, das ist also eine ganz coole Sache, wo man unbedingt mal ausprobieren sollte. Ja, du hast Wheels for Life gegründet, ne? Wie läuft das so? Ist ja eine Riesensache. Wie läuft es da so an? Wie funktioniert das genau für alle, die da interessiert sind, was zu spenden? Erzähl mal ein bisschen zu Wheels for Life. Ja, also Wheels for Life ist eine Hilfsorganisation, die ich vor 11 Jahren gegründet habe. Wir geben Fahrräder an Leute in der dritten Welt, die Transportmittel gebrauchen. Und wir haben jetzt schon über 11.000 Bikes verteilt in über 30 Ländern. Wow. Und wir machen das rein ehrenamtlich, das ist also nicht irgendwie ein Beruf für mich. Und wir tun auch immer die ganzen Mittelmänner rausschalten und es ist wirklich eine ganz effektive Charity. Wir kaufen die Bikes vor Ort, das heißt, wir haben keine Kosten mit Versand und mit Zoll und Korruption auch, was es da manchmal gibt. Und haben da Leute vor Ort, die uns helfen, die richtigen Leute zu finden, die wirklich die Bikes brauchen und benötigen, weil oft die Kids müssen 10 Kilometer zur Schule laufen. In manchen Ländern, in Malawi, haben wir zum Beispiel sogar Ambulanzfahrräder mit Anhänger, wo also so ein Krankenwagen praktisch auf 2 Rädern. Und ist irgendwie schön, ein bisschen was zurückzugeben. Der Sport war sehr gut für mich und das ist meine Art und Weise, ein bisschen was zurückzugeben. Auf jeden Fall äußerst unterstützenswert. Dann würde ich sagen, Hans, alles Gute dir weiterhin. Ne? Hat mich super gefreut, dich kennenzulernen. Mach's gut. Ja, freut mich. Ciao. Alles klar. Ciao. Ciao. Servus.